halt. Wollt's jetzt sofort erst machen. Und ihr macht Liebe. Ey, da. Du und du halt. Ey, Leute. Leute. Ey, ihr habt doch noch kleine Herzchen da. Ich sehe es doch ganz genau. Und dann, ich habe hier nicht mein Dings umsonst verdüdelt. Hier, einfach mal durchrennen, sonst klappt das nicht. Oh, die stürzen sich jetzt gerade wie wild auf diese eine Kuh, die ich jetzt, glaube ich, mal eben schlachten werde. Oh, Leute. Guck mal, die freuen sich alle für diese eine Kuh. Ja, jetzt habe ich wohl 6 verbraucht. Aber ist doch egal, jetzt habe ich kleine Wasserkopfkühe. Jetzt sollen die sich mal schnell vor... Ach, sollen die mal wieder schnell erwachsen werden. Und dann muss ich nämlich langsam auch mal eins davon killen. So, jetzt weiß ich aber... Ach, ich könnte. Und ich glaube, das mache ich auch. Ach, jetzt brauche ich ja das hier gar nicht mehr zu machen. Ich glaube, ich mache auf diese Seite mache ich das mal, wofür ich aber Zaun brauche. Dann muss ich einen hoch. Das da drauf pflanzen. Ja. Ach, warte. Oh, ich glaube, das war überflüssig. Ja, es war richtig. Dann baue ich den nämlich ein kleines. Ein kleines, nicht so ein riesiges. Unterstellplätzchen. Okay, es ist wirklich klein, ist es jetzt auch nicht. Hat wohl doch schon eine gewisse Größe, kann man sagen. Och, Leute. Und warum hat das jetzt geklappt? Keine Ahnung. Da wieder runterbauen. Kreis fertig stellen. Da. Und ich habe den Kreis. Guck mal, das ist noch nicht mal fertig. Was guckt ihr denn so? Und ich muss noch mal eben kurz husten. So, und ich habe gehustet und ich weiß, was ich jetzt nämlich hier machen werde. Dass jetzt gleich wieder die Aufnahme circa eine halbe Stunde beträgt. Oder sie beträgt jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde. Stoppe ich das Spiel eben. Und spiele jetzt gleich weiter, nur um kurz zu überprüfen, dass auch ja nicht Furbs abkackt. Dann bis gleich. Gut, und da bin ich wieder. Furbs hat schön fein alles aufgenommen, was ich bis jetzt gerade gemacht hatte. Daher kann ich jetzt am besten in 1 weiterspielen. Weil es war jetzt auch keine, sag ich mal, Aufnahmepause. Es war wirklich nur kurz, weil ich kontrollieren wollte, dass Furbs auch ja aufnimmt und nicht da wie letzte Mal Kacke macht. Wodurch ich dann am Ende wieder die Hälfte des Videos nicht habe. Und es wäre ja auch nicht so gut. Weiß nicht, reicht das oder? Ich glaube, das reicht erstmal. Weil wenn ich es hinten zubaue, weht da ja immer noch ein frischer Wind durch. Aber ich könnte hier ein paar Fackeln aufstellen, bevor hier gleich Viecher anfangen zu spawnen. Ey, das wollte ich da noch gar nicht hinmachen. Und da wo ich es gerade hingesetzt habe, wollte ich noch weniger hinmachen. Was ja jetzt wieder nach einem Komplott aussehen könnte, wenn so ein Enderman diese Nacht kommt, da einen Block hinstellt und am nächsten Tag kommt ein Zombie, der springt da drauf und dann über meinen Zaun. Das wird schon wieder so ein bisschen rüberkommen, als wenn die einen Komplott gegen mich planen. Meine Klugnis
war ein gutes Beispiel dafür. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, meine Klugheit hat es schon wieder hinbekommen, dadurch, dass ich die Fackel jetzt da hinten gesetzt habe und die jetzt nicht wieder bekomme. Oh, wachs mal schneller. Ach genau, hier muss ich auch noch welche hinpflanzen. Hinpflanzen. Na, dahinter. Jetzt chillt ein Creeper da. Ich werde doch bekloppt. Jetzt da noch eine. Wenn da keine ist, mache ich da einfach nur, weil es gut aussieht. Da muss jetzt eine hin. Ich mache jetzt auf den Bauernhof. Natürlich ungerade. War, wie klar war das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Und nur eine Fackel. Ja, Creeper, ich hab dich gesehen und du brauchst. Bitte! Am Anfang dieser, oder auch in der Mitte dieser Let's Play-Serie, hatte ich da doch schon mehrfach erwähnt, dass ich glaube, Creeper planen ein Komplott gegen mich. Sie haben es wieder einmal geschafft, mich auszutricksen. Wie hatten der das hinbekommen? Ach ja, seit der Vollversion kann man auf dem Rand laufen. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Okay, das habe ich... Ja, das war jetzt natürlich auch doof von mir, aber auch... Übelst klug von dem Creeper. Ich glaube, die sind bei mir klüger als bei anderen. Das glaube ich manchmal sehr. Ich mache hier mal so Deko. Deko-Gründe halt. Da eine Fackel hin. Ah, da eine Fackel, da eine Fackel. Irgendwie sieht das... Nein. Oh, erschreckt mich doch nochmal. Okay. Der muss da jetzt auch nicht durchchillen. Gleich ist er hier in meinem Haus. Der Enderman hat was gegen mich. Wahrscheinlich war der da schon vor letzter Nacht und letztes Mal hat er sich einfach nur aus Langeweile kurz in eine Höhle teleportiert, damit er am nächsten Tag weitermachen kann. Ach, ich brauche da, glaube ich, gar nicht eine hinzustellen, weil ich dann einfach da und da eine mache. Den Creeper kriege ich dann natürlich auch nicht weg. Ne, ich habe auch drüben, glaube ich, keine Pfeile mehr. Sonst hätte ich mir jetzt Pfeile gemacht. Oder ich gehe auf Risiko und mache so. Da ich ja noch Glas habe. Jetzt kommen die, ja. Ha, und gekillt. Dann setze ich da mal direkt kurz ein Glas wieder ein. Mach mir direkt zwei Zaun. Werf direkt meine Schippe weg. Was natürlich um 100% gewollt war. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt gerade wieder gefailt habe. So, jetzt dürfte er es nicht mehr schaffen. Jetzt mache ich mal irgendwie meine kleine Kuhfarm auf den Ausrüstungsstand. Ja, weil es sonst scheiße aussieht. Dann natürlich da eine und gegenüberliegend. Und da ist dann gar keiner, aber hier muss... Also hier muss natürlich wohl noch eine hin. Mache ich da noch eine. Hier mittig, soweit wie das hier mittig geht, da ist schon eine. Ich glaube, die chillen immer am Licht. Also auch tagsüber. Das sah jetzt irgendwie anders aus, als die Kuh das, glaube ich, machen wollte. Ja, mehr brauche ich da ja auch nicht zu erläutern. Ich glaube, wenn ich jetzt schon, weil ich habe immer 30 Milliarden Truhen in meiner Gegend rumstehen. Das ist irgendwie normal bei mir. Aber ich schaff's auch immer, die dann am Ende voll zu haben. Weil dann rüste ich hier mal mein Truhenzeug wieder ein bisschen auf. Die Hälfte davon auch ab in eine Truhe. Warum mache ich nicht einfach? Nein, gar nicht dreimal, zweimal. Fail. Gut, so jetzt. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich könnte hier noch eine Truhe hinstellen.
Aus dem Grund, weil dahin auch noch eine ist, aber ich weiß nicht, ob sich das dann so wirklich lohnt. Mindestens. Ich brauche jetzt eine Kiste. Oh, was ist da? Ja, wenn da schon Glas drin ist, mache ich da einfach mal meine Stacks rein. Und weil da gar nichts drin ist, packe ich da einfach mal mein Zeug rein. Mein Zeug rein, wie gesagt. Creeper, Komplott, nein. Doch nicht in meiner Welt. Nein, auf keinen Fall. Warum sollte das denn auch in meiner Welt passieren? Sie planen einen Komplott auf mich seit Jahren. Ich glaube ihnen niemals. Ja, zumindest ich glaube ihnen nicht. Und nur weil er so schäbig grinst, hau ich ihn jetzt. Pam und noch einmal. Und Pam tot. Hier, EP. Das Viech kannst du behalten. Oder soll ich mir das jetzt eben tun? Ich glaube, ich hole mir das eben. Weil ich jetzt gerade nämlich auch sonst nicht wüsste, was ich jetzt... Ach, genau, das kann ich noch machen. Ich könnte auch in eine Mine... Oder ich muss in eine Höhle, weil ich... Ich habe jetzt im Durchschnitt, habe ich schon sehr lange... Normalerweise gehe ich am Anfang einer Welt schon schnell in eine Höhle, sagen wir mal. Ja, schnell kann man so schon sagen. Und darum muss ich hier jetzt auch mal eine Höhle, aber ich habe auch keinen Bock, da dann unten zu sein und die ganze Zeit zu krepieren. Das war jetzt ja natürlich auch sehr klug. Und da die ganze Zeit zu krepieren. Daher, aber ich muss da rein. Ich muss einmal ohne Rüstung. Ich muss mir hier irgendwo eine Höhle suchen und dann da rein. Weil anders wird es ja nichts. Irgendwann muss ich ja was haben. Das war jetzt auch sehr klug. Irgendwann muss ich ja mal Eisen und so ein Kram haben. Muss das und dann... Oha, jetzt habe ich dran gedacht. Gut, und das dann plus 4, das sind 36. Und dann gehe ich hier mal durch. Da rein. 20 Uhr. 36 und ich habe... Oh, 2 zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 nicht vergessen. Da fange ich direkt mal damit an. Gluck, 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 gluck. Ich weiß gar nicht, wie kann man dieses Geräusch gut nachmachen. Tuk, 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 tuk. Tuki, tuki. Da wegmachen. 1, 2, 3, fail. Jetzt noch 2, 1, 2 und... Den wollte ich natürlich. Ich wollte den nicht eins davor. Ich wollte die genau dahin haben, damit ich weiß, dass ich noch genau 2 brauche, weil ich das dann viel besser sehe. Und das ist jetzt nicht ausgedacht, dieser Grund. Ich will mir ja jetzt hier wohl 2 klauen, aber ich habe auch echt keinen Bock, da jetzt in eine Lava zu knallen. Weil letztes Mal, was natürlich auch nicht oft auf den Aufnahmen war, war die Szene, wo ich hier gesprungen bin. Kurz davor noch was erzählt habe von, man muss hier sehr aufpassen, damit man da nicht reinspringt. Und genau in dem Moment bin ich über diese, oder wäre ich ins Lavabecken gesprungen und bin noch ganz knapp an der Seite weggekommen. War aber natürlich auch nicht mehr auf dem, auf der Aufnahme drauf. Warum auch, wäre sonst doof. So, dass man, ich könnte hier auch noch Tiere, also andere Tiere. Ich könnte hier auch so einen Zaun machen zur Sicherheit. Ich glaube, da mache ich mir einen Zaun hin. Die glaube ich ganz schön noch. Ach ja, ich weiß auch noch, was ich jetzt machen könnte, aber. Aber ich habe irgendwie keine Lust, jetzt das Dach zu machen. Aber ich glaube, ich fange jetzt gleich an. Wenigstens schon mal ein bisschen. Hat gerade irgendwie so gemut, dass das irgendwie so anhört, als ob die krank wird. So, was war die? Ach, genau, Dach. Aber Dach, dann brauche ich wieder Holz und ich muss erstmal eine Leiter machen, die nach da oben geht. Wo könnte ich denn die Leiter? Ich glaube, ich mache die Leiter hier. Ich weiß nicht.